In diesem Video nehme ich euch heute mal mit auf die Reise zu Goldmomenten. Einer meiner Goldmomente ist tatsächlich, wenn ich mir die Zeit nehme, in den Wald zu gehen. Und deswegen führe ich dich jetzt auch als allererstes mal hier ein kleines Stück mit durch den Wald. Und wer weiß, vielleicht habe ich ja das Glück und sehe ein paar Fliegenpilze. Bis jetzt habe ich nämlich tatsächlich noch keine gesehen. Sollte ich einen finden, so wäre das definitiv für mich ein Goldmoment. Aber schaut euch mal um, wie schön es hier gerade ist. Und ich mag euch auch mal gerade den strahlend blauen Himmel dazu zeigen. Ja, es ist einfach nur ein Traum und ich liebe tatsächlich diese wunderschönen goldenen Verfärbungen und des Waldes, wenn wirklich alle Blätter in diese schönen satten Orange-, Gold- und Rottöne eingefärbt sind und dann hier unten am Boden liegen und du kannst dann hier auch noch Herbstengel, Blätter, Rauschgoldengel spielen, wie auch immer du magst. Ja, und jetzt drehe ich gleich die Kamera um und dann zeige ich dir, was es mit den Goldmomenten auf sich hat. Heute komme ich mal wieder mit einem YouTube-Video zu euch, und zwar mit einem Impuls aus dem Wald. Das heißt, ich möchte mit euch Goldmomente sammeln. Goldmomente. Und diese Goldmomente habe ich jetzt hier auf zwei Eicheln gemacht. Also ich komme mal gerade ein bisschen näher, damit ihr diese Eicheln seht. Ich habe die Goldfarben angemalt, natürlich nicht hier im Wald. Und ich habe genau drei Stück davon. Du könntest auch kleine Kieselsteine nehmen. Was möchte ich mit diesen Goldmomenten machen? Der Punkt ist der, dass wir oftmals im Leben das Gefühl haben, wir kriegen manche Dinge einfach nicht gebacken. Es kann sein, dass du den Glaubenssatz mit dir rumträgst. Ich bin diejenige, die es irgendwie nie auf die Kette kriegt, die es nie gebacken bekommt. Oder dass du zum Beispiel auch einfach viel zu wenig für dich selber tust. Das heißt, du nimmst dir immer vor, ich mache jetzt mal was für mich, ich tue mir mal was Gutes, ich mache vielleicht mal ein heißes Bad oder ich mache einen Waldspaziergang, so wie wir das jetzt gerade hier heute machen. Oder du möchtest mal wieder Wellness machen, irgendwo eine schöne Schwimmlandschaft besuchen, mit einer Freundin Kaffee trinken gehen, einfach mal rumblödeln, rumratschen, also einfach mal nichts tun, sondern einfach nur sein und für dich etwas zu tun. Und jetzt kann es passieren, dass du im Alltag das einfach vergisst, weil da gibt es ja so viele Dinge zu tun. Da hast du das Essen zu kochen, da hast du, wenn du Kinder hast, die Kinder in die Schule zu bringen. Wenn du keine Kinder hast, dann bist du vielleicht auch manchmal ein Workaholic und bist ganz viel am Arbeiten. Und du bist im Prinzip immer in so einem Rödel-Hustle-Modus in deinem eigenen Hamsterrad. Also man kann sich seine Hamsterräder auch wirklich selber bauen. Und da gibt's eine Möglichkeit, wie du dich daran erinnern kannst, wenn du etwas für dich getan hast. Und ich nenne das Goldmomente, weil ich diese Eicheln hier goldfarben angemalt habe. Also das erste ist, wenn du das mit Eicheln machst, dann hast du schon einmal den Vorteil, dass du definitiv schon einen Goldmoment hast, weil du dazu ja in die Natur gehst, um dir diese Eicheln zu sammeln, um sie dann zu Hause zu bemalen. Das ist immer das eine. Das andere, du hast einen Goldmoment, weil du etwas für deine Gesundheit tust. Was es mit diesen Terpenen auf sich hat, das erfährst du zum Beispiel in meinem Self-Care-Kurs. Und das Besondere ist, du bleibst einfach dran, weil du eine Mechanik mit dazu nimmst. Ursprünglich kommt diese Kreativmethode, die damals aber nicht Kreativmethode genannt wurde, aus dem Vertrieb. Ich kann mich noch entsinnen, so als ich so Anfang 20 war, da hatte ich mal auf einem Seminar gelernt, da nehmt ihr so goldene Bohnen und immer wenn ihr einen Kunden angesprochen habt, immer wenn du jemanden auf dein Geschäft angesprochen hast, dann lässt du diese Bohnen von der rechten in die linke Jackentasche, Hosentasche, wie auch immer wandern. Und ich nutze das
nicht mehr für diesen Zweck, sondern ich nutze es, wenn ich mich daran erinnere, weil auch mir passiert's, dass ich vergesse, was für mich zu tun, weil ich dann so im Rödeln bin und am Machen und am Tun. Und wenn ich mir aber jetzt diese Eicheln in meine rechte Jackentasche stecke und ich erinnere mich daran, oh, jetzt habe ich heute gerade was für mich getan, dann nehme ich eine von diesen Eicheln und lasse in die linke Jackentasche wandern oder auch Hosentasche, je nachdem, wie du gerade unterwegs bist. Das Besondere ist, wenn du am Abend nach Hause kommst, dann sollten sich alle drei Eicheln in der linken Hosentasche oder Jackentasche befinden. Dann weißt du, du hast an diesem Tag drei Dinge getan für dich, für deine Selbstfürsorge, oder du hast drei Dinge getan, wo du weißt, hey, da habe ich es auf die Reihe gekriegt, da war ich richtig gut. Es ist egal, für welchen Zweck du es verwendest. Aber nimm es für einen Zweck, der für dich von Vorteil ist, wo du wirklich etwas für dich tust. Und das ist jetzt Hashtag Goldmoment Nummer 1. Ich werde dir jetzt in der nächsten Zeit noch mehrere solche Goldmomente präsentieren, die du auch ganz einfach und leicht zu Hause umsetzen kannst. Tschüss, deine Regina.